Hallo Afobs, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Ja, und du hast uns was mitgebracht. Ja. Was Großes. Graus. Was Großes Graus, ja. Ja. Was ist das? Ein Raumschiff. Ach, sag bloß. Krass, ne? Was für ein Raumschiff? Das könnte ja jetzt alles Mögliche sein, aber... Klar, das könnte alles Mögliche sein, aber das ist eher ein Frachtschiff. Ein Frachtschiff. Okay. Und was verfrachtet es? Allgemeingüter. Denke ich mal. Und was für Allgemeingüter? Naja, alles, was man so braucht. Also ich denke, das ist, glaube ich, also das ist so ein... Was war das denn jetzt? Schon gut. Also, fragt er mich Sachen oder fängt dann zu lachen? Ja, ich wollte dich jetzt mal ein bisschen aus der Reserve locken. Ja. Aber gut. Nein, okay. Alles, was man so braucht, ja, um so eine, weißt du, so eine Kolonie im All zu versorgen. Ja. Okay, also ist das quasi ein riesengroßes Versorgungsschiff. Genau. Ja. Und riesengroß trifft es in der Tat, das ist, und vor allen Dingen, es ist auch schwer. Ne? Also das, du hast es zusammengebaut. Ich hab's gebaut. Uns sicherlich auch mehr über die Konstruktion erzählen. Ich habe es ein paar Mal natürlich in der Gegend rumgetragen. Also es ist brutal stabil. Also man kann das durchaus, also gut, hier vorne sind so zwei kleine, was ist das? Tragflächenähnliche Anbauten. Mhm. Da muss man natürlich aufpassen, aber ansonsten kann man das Ding durchaus so nehmen und kann damit quasi Wände einreißen. Also es ist echt... Also dafür ist es nicht gebaut. Wir empfehlen das nicht, dass ihr damit eine Wand einschlagt. Nein. Solltet ihr nicht tun, aber ihr könntet es, wenn ihr es wolltet. Also das Ding ist wirklich brutal. Das innen drin, die Konstruktion, der Kern quasi von diesem Hals hier vorne, das sind diese 2x4x2 mit Noppen an den Seiten. Diese Technikrahmen? Diese Bricks. 2x4x2 Bricks praktisch. Und Die haben oben Noppen, an den Seiten Noppen. Genau. Mhm. Ja, und das Ding ist voll damit. Also es ist echt brutal stabil. Und dementsprechend viel wiegt es auch. Also das ist ein massiver Glotz. Das ist, das ist komplett massiv, das Ding. Man kann es auch irgendwie nicht an... Also es würde halten, wenn ich jetzt hier nur am Hals hochhebe. Seht ihr, aber es ist alleine jetzt so aus dieser... Position hier ist halt schwer, mal eben so hochzuheben, ist schon, also, mein Gott. Ja. Heftiges Teil, muss ich wirklich sagen. Heftiges Teil. Wir haben zwei Hangars, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, als Frachtschiff muss man ja auch irgendwo seine Versorgungssachen könnten dann wahrscheinlich irgendwelche kleineren, wie nennt man die, Tenderschiffe, keine Ahnung, was weiß ich, wie man das nennt, ja, wahrscheinlich die das Ding hier vollladen, wie auch immer. Die können hier starten und landen. So kleine Frachtschiffe wahrscheinlich. Wir haben hier so ein paar Antennen vorne dran. Das hier oben ist wahrscheinlich irgendeine so eine riesen Plattform, wo das Kommandozentrum sich drin befindet. Ich glaube, das ist hier. Ja. Also ich würde mal sagen, die Brücke ist wahrscheinlich irgendwo hier. Ist ja meistens so. Das höchste auf dem Schiff ist beim Flugzeugträger halt. Ne? Genau. Dann ist das hier wahrscheinlich irgendwie so Sensoren. Ja. Gedöns. Genau. Alles das ist der Fachbegriff. Gedöns, das ist wichtig. Ja, genau. Gedöns, Gebamsel ist das, was hängt. Gedöns, das, was steht. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Und hier vorne auch nochmal so ein bisschen. Wahrscheinlich auch nochmal irgendwie Sensoren oder so. Gedöns. Richtig. Mhm. Das hier könnte ich mir vorstellen, sind vielleicht so Leitstrahlgeschichten. Was hier die zwei Antennen auf jeder Seite? Genau. Ich meine, ich weiß nicht. Könnte sein, ne? Könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ist eurer Fantasie überlassen. Ich stelle mir auf jeden Fall irgendwie vor, hier oben ist wahrscheinlich so die Brücke und dann hat man wahrscheinlich in diesem... Achso, das ist auch noch so eine interessante Sache. Ich gucke mir das jetzt mal gerade so an. Das ganze Teil hier, das ist wie so eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Wie so eine Schüssel, wie so eine Untertasse bei den Star Trek-Raumschiffen. So ein bisschen, oder? Also das ist so irgendwie so ein einzelnes... Oder wie ist das dran gebaut? Es ist also, man baut als allererstes baut man hier diesen Hals mehr oder weniger. Dann setzt man diese beiden Hangars dran und dann baust du zuerst mal unten diese Verstrebung. Die können wir nachher mal in der Detailkamera zeigen. Ja. Und dann baust du hier oben dieses Schild, was es auch immer ist, und setzt das quasi oben drauf. Also ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass hier oben so, da sind wahrscheinlich so die, ich weiß nicht, die alles, was man so braucht, die Quartiere für genau, die Crew und richtig, sowas. Genau, damit du unten genug Platz hast. Genau, und hier unten dann wahrscheinlich eben hier so der Hangar, da wird dann alles Mögliche. Antriebssektion, was auch immer da noch so alles verbaut ist. Genau, und hier unten dann wahrscheinlich irgendwie alles Engineering und natürlich, ich meine, es ist ein Frachtschiff, wahrscheinlich ist die Fracht nicht nur hier. Könnte ich mir vorstellen. Ist ja genug Platz, ne? Genau. Ja, groß genug. Diese, ich weiß nicht, ob man es von vorne oder von hinten besser sehen kann, diese Verstrebungen unter diesem Schild, sieht man die?
Die halten die Hangars noch so, ne? Diese Konstruktion fand ich ziemlich cool. Das hat mir gut gefallen, dass das, weil man es eigentlich nicht sieht. Ja, also es wäre eigentlich, sage ich mal, es wäre nicht notwendig gewesen. Ja, aber wir fanden es gut. Das gehört dahin und dementsprechend. Also das erinnert mich so ein bisschen an so ein wie so Kabel oder so bei der Brücke. Weißt du, die dann ja, auch das mal wären so aber ein paar Kabel. Also das ja, ist ja das, wenn ich sag jetzt so nicht, dass es flexibel ist, aber du weißt, wie ich das meine, die das auch mal von oben sozusagen halten, damit das hier nicht den nach unten macht. Ja. Gut, ist jetzt für ein Raumschiff eigentlich im All, aber vielleicht landet es ja. Vielleicht landet es ja irgendwann mal. Weiß man ja nicht. Ja, also zumindest bei euch landet es ja auch und von daher. Also es sieht groß aus. Sehr groß sogar, wenn ich mir das so angucke. Ich würd mal sagen, die fliegen auch eine ordentliche Strecke damit. Ja, das ist ja quasi ein intergalaktischer Raumfrachter. Ja, genau. Ich mir sagen lassen. Ja, ja. So ist er angelegt. Also der fliegt auch in eine andere Galaxie. Ja. Also wer tut es nicht oder wer kennt das nicht, ist ja, macht man heute so, kann man damit machen. Warum auch nicht? Ja. Hat auch große Triebwerke, ist wahrscheinlich auch schnell genug dafür. Ja, haben wir die schon gezeigt? Haben wir ich weiß nicht, ob die so, du hast ja eben die ach, aber nee, wir drehen es einfach nochmal. Wir drehen es einfach nochmal. So viel also Zeit da sind massig Triebwerke bei. Genau. Wobei, ich sag mal so ein Schiff, was in eine andere Galaxie fliegt, ja wahrscheinlich eher so ein Schiff ist, was dann auch irgendwie noch einen anderen Antrieb hat. Hyperantrieb oder sowas. Weil ich glaube, so mit solchen Triebwerken brauchst du ein bisschen. Bis zur nächsten Galaxie. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie so einen Zeitverzerrungsantrieb, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht. Wer weiß. Ich kenne es nicht persönlich, also von daher. Kannst fragen. Nee, also wie gesagt, das überlassen wir mal eurer Fantasie, was das so alles kann, wie lange es braucht und wohin es überhaupt fliegt. Ich finde aber, es passt so in diese Reihe von diesen großen Science-Fiction-Raumschiffen, die wir bisher haben. Du meinst, es passt gut zu unserer Zulu und zu der Nava Nostro. Genau. Ja, die hauen so in dieselbe Kabel, ja, also auch größentechnisch. Größentechnisch, alles, ich meine farbtechnisch Raumschiffe. Da steht ja die Zulu. Ja, farbtechnisch auch hier wieder ein Traum in Grau. Also wer graue Teile braucht, wird hier glücklich. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es ist schon eine Weile her, dass ich es gebaut habe. Ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube, diese 2x4x2 Bricks mit den Noppen an der Seite, die sind schwarz. Also das innen drin. Aber ich möchte es nicht beschwören. Also hat man, wenn es gut läuft, hat man einen Farbanzug, der ist ja, den man nicht sehen kann. Schwarz. Den wir extra deshalb versteckt haben. Also ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt hier täusche. Nagelt mich nicht fest. Ansonsten ist das Ding ein Teil in Grau. Und ihr kriegt so in etwa, ich würde mal sagen, so um die 170.000 Fliesen sind da drin. Also ja, du hast Spaß gemacht beim Fliesen. Ich hab, mir hat es Spaß gemacht beim Fliesen. Ja, mir haben die Finger wehgetan 2 Tage lang tatsächlich. Also das hat unser Pascal designt, das Modell. Und da hat er quasi alles gegeben. Ich habe 2 Tage lang wirklich gejammert, weil das Fliesen aufdrücken, das, also wenn du da wirklich, mir haben echt die Finger wehgetan nach 2 Tagen. Ich war froh, als ich fertig war. Aber umso besser sieht es halt aus, ne? Also ich finde das auch cool, wie hier diese ganzen. Also das mag ich ja immer, wenn diese Schiffe, das ist ja so ein bisschen relativ einfache Form eigentlich. Ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie super toll windschnittig gebaut oder so. Aber dafür, dass es hat überall irgendwelche Kleinteile. Genau. Überall entdeckt man was. Hier oben liegen Rohre, hier Stänge. Sind irgendwelche Teile eingelassen und so. Es ist nicht langweilig, weil. Nee. Sonst hat man das ja häufig dann gerade bei diesen, ich sag jetzt mal, bei diesen richtig schönen Schiffen, die einfach nur komplett weiß und windschnittig sind oder so, da denkt man sich dann, ja, habe ich einmal gesehen. Das sind so Sportwagen, Supersportwagen, richtig. Als Raumschiff mehr oder weniger. Ich finde die hier viel schöner. Ja, klar. Also die sehen halt nach was aus. Da sieht halt auch aus, als würde da irgendwas passieren und gearbeitet werden. Und ich glaube, wenn da was passiert, dann richtig. Weil ich habe mir sagen lassen, dass das da so Punktverteidigung ist, mehr oder weniger. Ja gut, ist halt auch ein Frachtschiff muss sich verteidigen. Das war ja auch schon früher so, ne? Die Handelsschiffe waren immer die besten. Und zähl die mal, ne? Guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung, 1000 Stück überall verteilt auf dem Ding. Also wenn da irgendwie, wenn es da raucht, dann richtig. Und das sind bestimmt, ist ja ein Raumschiff, das sind bestimmt keine einfachen Raketenwerfer oder nein, so. Nein, also irgendwelche geilen Laserwaffen. Das sind so richtige Hardcore-Knarren, die haben auch bestimmt so, die machen bestimmt so Biu, Biu. Mindestens. Bestimmt. Eher mehr. Bio. Ja, merkt euch das. So hört sich das nun mal an. Ja. Gut. Willst du mal die Setcard vorlesen? Ich fasse mal zusammen. Das ist unser Raumfrachter ERS Levitarus. Ein Bluebeak Special. Hat die Setnummer 105003. Hat 3703 Teile.
Kostet 149,95, ist 63 cm lang, 42 cm breit, 24,5 cm hoch. Und du hast gesagt, entspanntes Bauen. Ja, entspanntes Bauen bis auf das Fliesen. Das, das ist dann irgendwann nach der 500. Fliese nicht mehr ganz so entspannt, aber ansonsten, Quatsch, das ist entspannt. Also da ist nichts Kompliziertes jetzt drin. Das ist halt, es ist die Masse bei solchen Dingern, die das eher dann und ausmacht. Ihr könnt euch ja auch Zeit lassen. Ihr müsst ja nicht, wie ich, das Ding, keine Ahnung, nach einem halben Tag fertig haben oder so, sondern ihr könnt euch da ja Zeit lassen und warten, bis die Finger wieder abgeschwollen sind. dann geht euch das auch leichter von der Hand. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Ja, also es ist schön geworden, ja. Auf jeden Fall. Ah, diese Standfüße, die kann man natürlich auch abnehmen, ne? Also das, die sind hier einfach nur mit so Jumperplates von unten dran gemacht. Also ganz einfach. Ja, ganz easy peasy. Ja. Vorne ist es genauso. Da ist es mit zwei Noppen befestigt und dann könnt ihr das Ding. Ja, ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber theoretisch könnt ihr es auch aufhängen, wenn euch das irgendwie besser gefällt. Stabil genug ist es, wenn ihr, was weiß ich, hier eine Schnur drum macht, um die Haupthülle mehr oder weniger. Da würde ich es jetzt nicht dran hochheben, aber ansonsten lässt sich das Ding auch ohne Füße prima aufhängen, würde ich sagen. Ja. Das kriegt man bestimmt irgendwie hin. Genau. Aber ihr seid da könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ja, müsst ihr ein bisschen gucken, das geht mit Sicherheit. Also sie sind auf jeden Fall abnehmbar und sind auch stabil. Also da. Ja, bei dem Ding passiert nichts. Ja, also wir haben das hier schon so oft hin und her getragen und es haben schon so viele Leute in der Hand gehabt, da passiert gar nichts. Nee. Also das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass mal so eine Antenne sich verabschiedet. Das ist wirklich das Einzige, was sein kann hier. Diese Dinge, die sitzen halt hier, das ist ja naturgemäß auf einer Noppe oder so, aber die sind auch recht stabil. Und wenn euch das Ding aus dem Schrank fällt oder sowas, ja, dann ist zwar der Boden kaputt, aber bei dem, bei dem Modell fällt dann halt mal hier so eine Antenne ab oder so. Also Empfehlung von uns, stellt es irgendwo sicher hin, wo es nicht so leicht aus dem Regal fallen kann. Richtig, ja. Also es ist echt schwer. Ich habe keine Ahnung, wir haben es nicht gewogen, aber mir kommt es wirklich... Das ist schwer. Ja. Also das ist halt massiv. Das ist nicht hohl. Das Ding ist voll. Ja. Ja. Sehr aber gut. Geil. Gut. In diesem Sinne. Dann war's das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Aufhängen und so. Irgendwie aufhängen. An Stahlseilen halt am besten so. Also Angelschnur würde ich dafür nicht. Da würde ich mir eher Sorgen um den Haken in der Decke machen. Richtig, genau. Also am besten so ein 2 Tonnen Schwerlastanker in die Decke und dann hier so mit 2 mm Stahlkabel. Diese Dinger, die du rein und pfeffern musst, wenn du diese Sitze aufhängen willst. Ja, so Schwerlastanker nennen die sich die Dinger. Ja, ja. So mindestens eine. Mindestens. Ja. Mindestens. Ja.